Ja, herzlich willkommen zum Design Talk Audi Q2 im Rahmen der Audi Q2 Challenge. Wir haben uns überlegt, euch das Design vom Q2 noch mal ein bisschen näher zu bringen. Treffen uns jetzt mit Matthias und Gary, den zwei Audi Q2 Designern. Und ich bin sehr gespannt, was die Hintergründe waren, was die Ursprungsgedanken waren und was in den Köpfen der Designern vorging. Hallo Matthias, schön, dass ihr Zeit habt. Ja, mein Name ist Gary Tillack, seit 20 Jahren schon bei Audi. Warum Audi? Als ich 9 Jahre alt war, da hat mein Vater das Vorgängermodell von dem gehabt. Ja, das hat es mir so angetan, da wusste ich eigentlich schon Bescheid, ich wollte für Audi Autos zeichnen. Ich heiße Matthias Fink, ich bin seit Januar 2012 bei Audi und arbeite im Exterior Design. Zu dem Quattro bin ich gekommen, eigentlich wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe das Auto auf dem Parkplatz stehen sehen, auf dem öffentlichen Parkplatz, und mich hat das Auto schon immer begeistert. Einfach wie geil das auf der Straße steht mit der breiten Achse und diesen Kotflügelverbreiterungen. Und dann habe ich so spaßeshalber gefragt, du willst mir nicht dein Auto verkaufen? Und ich habe nie damit gerechnet, dass der jetzt Ja sagt. Und einfach so aus dem Bauch heraus einfach eingeschlagen, Ja gesagt. Gary und Matthias, die Leute, die uns heute zuschauen, haben ja wenig Ahnung wahrscheinlich vom Audi-Design-Prozess. Können wir uns mal ein bisschen mit auf die Reise nehmen, wie das gelaufen ist, speziell beim Q2? Also beim Q2 war es extrem spannend. Das war wirklich eine spezifische Skizze, die in kurzer Zeit von Matthias angefertigt wurde. Das war erstmal der kleine Q. Und die hat dann so ein bisschen die Lawine ausgelöst. Ich habe hier mal ein paar Skizzen mitgebracht, die so in der Zeit entstanden sind, und das war eigentlich die allererste. Ne? Sie sieht zumindest mal anders aus. Okay. Und genau dieses Radikale war das, was im Unternehmen sehr, sehr gut angekommen ist. Ich meine, gerade diese Skizze hier, da sieht das Auto ja schon ziemlich seriennah jetzt aus. Ne? Ich meine, gerade diese Heckpartie, die Rückleuchten. Es gibt aber natürlich auch andere Entwürfe. Also die Studios, die im Exterior Design sind, die arbeiten sozusagen im Wettbewerb. Wir müssen immer aufpassen, dass wir nicht zu eingleisig fahren und uns zu früh auch in eine Skizze verlieben. Und zwischenzeitlich sah das Auto auch mal wieder anders aus. Jo, das Auto hatte ein anderes Heck, hatte vor allem eine andere Bodyside. Also das Polygone-Thema war nicht drin. Wir hatten eine klassische durchgehende Schulter und wir hatten auch kein Blade. Also sagen wir mal so, diese drei Essenzen, die waren ein bisschen verloren gegangen. Und wenn man gesagt, komm, lass uns diese eine Skizze, die Urskizze, die Seitenansicht in 1:1 nochmal komplett ausdrucken, und die hängen wir im Studio und gucken dann aufs Modell, gucken auf die Skizze, und wir so, ah nein, ja, da ist doch eigentlich alles. Da ist alles das, was wir ursprünglich wollten, anders, ein bisschen ein Satellit um den Mainstream, frischer, überraschender, kantiger, mehr Charakter. Und, Matthias Skizze war halt, die war halt von Anfang an einfach der richtige Schuss, das hat einfach gesessen. War gut. Der Q2 ist eben für junge Menschen gemacht. Mhm. Junge Menschen brechen Konventionen. Wenn man von ihnen was erwartet, sind sie in der Regel genau anders. Wenn jemand erwartet hat, dass der Q2 einfach nur eine Skalierung von Q3 ist, der war auch überrascht, weil eben der Q2 Konventionen gibt.